Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge 168 von Aborion. Wir haben das Schiff in der letzten Folge rekonstruiert. Wir haben aber richtig geloost und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier vielleicht noch ein bisschen was reinbauen oder beziehungsweise haben wir überhaupt ein Schutzschild? Ja, haben wir, aber vielleicht müssen wir da ein bisschen was verbessern. Aber das machen wir alles nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, dann wollen wir mal gucken, was wir da so bauen können erst noch, ne? Also wir müssten ja definitiv erstmal hier ein bisschen wehrhafter werden gegen dieses Ding. Ist das denn hier Panzerung? Oh, jetzt haben wir schon wieder was gebaut, was wir nicht bauen wollten, ne? Titanpanzerung ist das. Können wir die auch in eine andere Panzerung setzen oder ist nur Titan eine Panzerungsmöglichkeit? Wo ist denn hier die Panzerung? So muss er bei Titan gucken, ne? Ja, es gibt nicht viel. Panzerung da gibt es nur. Nee, Ogonit ist auch noch Panzerung, aber hier nicht bei Xanion. Ah, aber in Trinium gibt es Panzerung. Block umwandeln. Panzerung. Der ist aber ausgewählt, ne? Wie kann ich den jetzt Block umwandeln machen und dann. Ach so, okay. Oh, das kostet mich 48.000. Das haben wir gar nicht. Gut, dann müssen wir das Trinium kriegen, damit wir das geändert haben. Da würde ich jetzt mal sagen, gehen wir mal aus dem Baumodus raus, gehen in die Map rein und gucken dann da. Wer ist denn hier am Arbeiten? Hier, er hier. Ne, Craft. Doch. Was macht er denn? Abbauen? Bergbau, ne? Er macht Bergbau, abbauen. Ah, gibt's Trinium. Hat noch ein bisschen zu tun. Wo ist der jetzt hier, der Reiter? Reiter 1 hier unten oder wo ist der? Ah, da unten ist er. Was soll der denn machen? Fokus, ah, so ist Fokus, alles klar. Reiter 1 zu Reiter 1 wechseln. Ja, machen wir das mal, gehen wir da gerade mal rein. Gucken uns das Schiff an, was wir mit dem machen können, ne? Ich glaube, der war nicht so ganz so groß, ne? Oder? Nee. Ach, der ist auch nichts. Warte mal, wir sind in P, wir müssen nach I. Was hat er denn hier? Boltergeschützturm und Doppelflakgeschützturm. Das ist halt auch gar kein Hatzer. Hatzer kann noch nichts, ne? Ab Level 5 spezialisiert er sich erst, okay. Eigentlich müsste Hatzer dann eigentlich zu uns kommen und wir machen was gemeinsame Sache. Das ist mal eine Idee, oder? Hatzer. Nehmen wir denn hier noch Spritquelle und daneben ist Traveler. Lass uns mal erstmal. Ja, wir gehen in Traveler rein, zu Traveler wechseln, das ist schon mal gut. Und dann müssen wir die darüber ziehen, alle. So, Traveler sind wir. Ach, wir sind da hinten. Warte mal, aber er ist ja hier. Dann bedeutet das, wir können mit ihm jetzt mal gerade losziehen. Ah, nee. Ich muss ihn so anklicken.
Zieh mal dahin, zieh mal dahin, komm mal hier hin. Kann er nicht. Zieh mal dahin und spring dann dahin. Eine Gruppe von Fleischschiffen ist erschienen. Ja, das ist nicht schlimm. So, der kommt zu uns. Wen haben wir denn noch? Reiter 1, Miner 3. Was macht denn der Miner 3? Der muss ja hier irgendwo rechts sein, ne? Der macht gar nichts, oder wie sehe ich das? Vielleicht macht er jetzt was dann. 2 Stunden arbeiten, da gibt es kein Titan. Trinium, Titan gibt es hier schon. Das bedeutet, das machen wir nicht so, sondern wir fliegen mit dem... Kann er da hochfliegen? Nein, ne? Fliegen mit dem mal weiter zum Zentrum. Ah, das war nix. So, auf ein neues. Ja. Warte mal. Komm, dann lassen wir so springen. Spring dahin. Kann er nicht? Kann er? Und dann kommt er auch viel zu weit nach da schon. Okay, das heißt... meiner 3 ist schon richtig, aber Befehle für Kettenschiff halten. Ja, aber ich muss jetzt gucken, dass ich hier was loswerde. Kriege ich das auch an? Schön zur Auswahl hinzufügen. Mehrere auswählen. Ausgewähltes Zentrieren. Lehrt das kann man. Nee, geht nicht. Meiner 3 muss nochmal neu gecheckt werden. So, jetzt auf ein neues. Geht wohl nur nach da, dann nach da, dann nach da, dann nicht nach da, sondern nach da und dann nach da. So, dann ist er auch da. Obwohl, na, ist jetzt Blödsinn, der hätte gar nicht so weit gemusst. Aber ist egal, lass ihn so machen. Spritquelle haben wir dann. Wen hätten wir denn hier noch so weiter zu tun? Lady. Und nochmal eine Lady. Die Lady ist da und macht natürlich nichts, ne? Haben wir ausgewählt? Ja, und jetzt springen wir los. Nach einem Eskortierenbefehl können keine Wort Lady. Ach so, dann. Er wird. Da so eskortieren, das ist schon mal gut. Shit, ich sehe gerade, wir könnten das hier mal mitmachen. Und springen dann nach da oben, oder? Oh. Boah, das geht über die halbe Karte. Ne, das ist nicht gut, oder? Wenn ich das mal wüsste, wo das jetzt hingeht, ne? Ja, geht nicht. obwohl, wir werden mit den beiden da hochfliegen. Egal, wo es hingeht. Jetzt haben wir hier oben noch den Discover sitzen. Wo ist denn der Radius vom Discover? Da, okay. Discover ist dran. Ne, habe ich gerade wieder abgewählt. Jetzt habe ich ihn angewählt.
von Discover da hinten hinfliegen. Oh, das geht aber weit. Ist da jemand schon einer hingeflogen? Wahrscheinlich nicht. Okay, müssen wir dann auch noch mal checken. Der ist aber gleich schon da, dann können wir das vielleicht schon erledigen. In Discover wechseln wir jetzt. Macht er das auch? Ja. Oder sollte er jedenfalls. Achso, Abklingzeit ist da oben jetzt gerade erst vorbei. Okay, er macht es aber jetzt schon. Okay, dann wollen wir mal gucken, was danach in diesem Ding jetzt ist. Ich weiß gar nicht, ob wir da je hingeflogen sind. Wir werden es aber gleich sehen. Da ist das Loch und dann fliegen wir doch da mal rein. Ich habe aber keine Ahnung, ob da schon mal jemals einer von uns war. Aber wir werden es gleich sehen. Auf der Karte war es schwer zu entdecken, ne? Das geht ja jetzt mal voran, oder? Naja. Und dann sind wir da durch und dann gucken wir mal auf die Karte. Ja, ich glaube, hier war noch nie einer hingegangen. Wo sind wir denn da? Ach Gott. Auch nicht so wirklich eine passende Stelle, oder? Koordinaten in den Computer eingegeben, ja. Fliegen wir da mal gerade hin? Oh, der ist aber wendig. Springen wir da einmal rüber und gucken uns das an. Da ein neues Netz sich auftut. Ja, wie lange dauert's? Kommen wir bald in den nächsten Sektor rein. Ja, da sind wir schon. Und hier ist kein Netz, hier gibt es keine Tore. Ich glaube, wir können gleich wieder hier hin. Das bringt nichts. Springen wir wieder zurück. Wir sind da zu weit vom Kern weg und ja, auch zu weit vom Dingens weg. Jetzt müssen wir wieder so weit dahin fliegen. Dann springen wir mal in das Wurmloch rein, aber das sind 46 Kilometer noch. Wow. Ja, fliegen wir wieder zurück. Sektor minus 315, minus 317. So, einmal bitte rein. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, drinne. So, sind wir wieder zurück da oben. Macht auch mehr Sinn, da oben zu bleiben. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, wollen wir hin? Noch mehr zum Zentrum. Das würde bedeuten... Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen den Discover auswählen und wollen ihn dann automatisch dahin fliegen lassen.
Wo geht die Reise dann hin? Wahrscheinlich auch da unten irgendwo hin. Aber das können wir uns dann auch angucken. Aber ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.